Facettenschläger, kopflose Mann, kopflose Mann. Okay, das sagt nicht viel zu mir. Mantpaar. Dieser flinke Junge mit seinen bloßen Füßen und seinem staubigen Wams wirkt, als mache er harte Zeiten durch. Sein Blick ist jedoch voller Hoffnung. Als du näher kommst, grinst er und breitet die Arme aus. Dabei offenbart er das Handwerkszeug an seinem Gürtel. Wie sieht's aus? Hast du... Er hält inne, als er Tibia an deiner Seite bemerkt. Tibia! Ruft er. Schön, dich zu sehen. Ich habe gehört, du und Riss, ihr werdet wieder mal auf der Flucht vor den Levis. Seid ihnen mal wieder entwischt, was? Ist es deine neue Crew? Suchst du noch einen Mann fürs Grobe? Ich habe gerade Zeit und bin fähig und willens, ein paar Schandtaten zu begehen. Gedanken scannen. Zwei alte Freunde. Sie müssen Arbeit für mich haben. Zwei. Entweder kennt er Elegan auch oder ich bin der alte Freund. Ich denke nicht, dass er Blob kennt. Also, Mann, mein Junge, immer zu Scherzen aufgelegt, sagt Tivia zwischen zu zusammengepressten Zähnen. Dann redet er auch noch so laut. Er legt dem jungen Mann den Arm auf die Schulter und drückt ihn ein wenig fester zu sich. Eines Tages wird die falsche Person deine lauten Scherze mithören und die Wachen rufen. Wegen dir und wegen mir. Nein, das ist nicht meine neue Crew. Ich helfe meinem Freund hier nur, sich in unserer tückischen großen Stadt zurechtzufinden. Tibia wendet sich an dich. Tatsächlich ist Mand der ehrlichste Junge in ganz Sargos Klippen, nicht wahr, Mand? Er schluckt. Ja, natürlich, das bin ich. Bin ehrlicher als das Mandpaar, werdet ihr nicht finden. Ich sitze den ganzen Tag nur rum und überlege mir, wie ich nochmal eher Gedanken scannen. Oh, dieser tätowierte Typ ist nicht der, den ich kannte. Dann werde ich es endlich lernen. Ja, wir sind wie Sander Meer hier vertreten. Das heißt, ich hatte mit dem schon zu tun, mit dem Kollegen. Allerdings wahrscheinlich als der wandelnde Gott, nehme ich an. Tibia hält Mant den Mund zu. Das reicht, Junge, schon gut. Er lächelt dir zu. Weißt du, Mant hat den gefährlichsten Job in ganz Sargos Klippen. Er ist Fensterputzer. Er hängt hoch über dem Meer und putzt die Fenster der Häuser an den Klippen, als wäre es das Normalste auf der Welt. Und wenn er nicht gerade arbeitet, ist er hier in der Schattenseite und gibt den Leuten Auskunft. Na los, frag ihn was. Er kennt die Schattenseite wie seine Westentasche. Stimmt, sagt Mant, als Tibia ihn widersprechen lässt. Frag mich, was du willst. Willst du etwas über die Leute wissen, die hier leben? Oder über die Stischertunnel? Oder die Manufaktur? Oder diese verrückten Dendrauchur? Dendrauchur würde mich brennend interessieren. Die Kannibalen? Manchmal denke ich, sie tun es nur, damit sie sich die Verrücktesten hier nennen können. Ich weiß, sie haben irgendwelche albernen, so einen albernen Grund dafür, dass sie die Toten essen, aber ich glaube ja, sie wollen die Leute einfach nur schockieren. Okay, was heißt so allgemein von der Schattenseite? Er zuckt mit der Schulter. Das ist das untere Ende der sozialen Leiter. Weiter runter geht's nicht, wie man so schön sagt. Aber das hat auch seine guten Seiten, nicht wahr? Bedeutet, dass es von hier nur mit bergauf gehen kann. Ein Gedanke verfinstert kurz eine fröhliche Miene. Außer natürlich, wenn er säuft oder wird vom Flur verschluckt oder so. Außer natürlich, wenn er säuft oder wird vom Flur verschluckt. Warum soll ich die Flur verschlucken? Was für Leute sind hier? Er bläst die Luft aus dem Backen aus. Nun, ich kann nicht über alle sprechen, dafür sind es zu viele. Ich erwähne mal die wichtigsten oder die berüchtigsten. Er zählt sie an den Fingern ab. Dann gibt es natürlich Kommandos. Er hat hier das Sagen. Nicht offiziell natürlich. Er ist einfach nur der größte Kagan mit den härtesten Leuten. Michella, die dies und das in ihrem Stand verkauft, da habe ich glaube ich noch nicht. Mike, der Fleischscheuer verkauft. Nennen wir es einfach mal Fisch. Er klopft sich auf die Brust. Sagt Mike, ich hätte euch geschickt. Er gibt mir einen Schinn für jede Empfehlung. Mal sehen. Es gibt Elegan, den Aeon-Priester, der... Bist du ja elegant? Hat er bis jetzt nicht mitbekommen, dass er dabei steht. Wollte gerade etwas Nettes über dich sagen. Sicher, red weiter, meint elegant. Sicher. Es gibt Atlas, den Verrückten, der seine Nase immer in den Karten hat. Und nun, die Krumme Quick gibt es da auch noch. Eine uninteressante Person, aber eine Art Freak, wenn du auf sowas stehst. Okay. Was weißt du über dieses Stischertunnel?
Die haben sich ja überall gegraben. Sie füllen sie mit Erde, durch die nur sie bohren können. Daher sieht man immer nur Enden der Tunnel. Das heißt, sie schaufeln das hinter sich wieder zu. Was ist denn mit dieser Manufaktur? Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Das Herz der Industrie in Sargos Klippen. Die Leute glauben, hier in der Schattenseite würden nur verrückte Verbrecher leben. Aber dort, bei diesen Öfen, findest du die härtesten Arbeiter der ganzen Stadt. Die leisten echte Arbeit. Gedanken scannen. Arme Trottel. Was ist der Zweck, ehrlich Arbeit zu verrichten, wenn es einer nicht das in ein Loch führt? Das Fensterputzen kommt auch nicht raus, also. Ja. Weißt du irgendwas über den Mord am Protégé des Kommandos? Das ist eine üble Sache, keine Frage. Ein Kreis aus Blut an der Wand, vom Opfer nichts übrig, außer eine gehäutete Hand. Es ist in der Alkove auf der anderen Seite des Gebäudes passiert, wenn du es gern sehen willst. Da waren wir schon. Ja, weißt du, wo ich eine gewisse Martina finden kann? Weißen Tod, er pfeift. Seid doch nicht lebensmüde oder so? Die beschwichtigenden Tee. Sorry, gebe ich nichts an. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber vielleicht sprecht ihr mit Atlas darüber. Er ist in einer der Hütten hier unten. Er wird wissen, wo sie versteckt. Das wissen wir auch schon. Wollen wir zur Sicherheit nochmal nachgefragt haben. Ja, alles andere hat man schon mal gefragt. Das war damit alles. Gehen wir ein Stück nach oben. Hier, wo geht's hier hin? Da ist eine Öffnung. Hier geht's nach Circus Minor. Da können wir auch das Buch dann abgeben. Winzige Wohnstätten sind in der Steinwand eingeschnitzt. Möbliert mit stinkenden Schlafsäcken und Leinen von Wollungeziefer. Voll wahrscheinlich. Was ist das denn hier? Gibt's eine ganze Menge Material. Dieses Gerät scheint Nanogeister und Energiezustände zu lagern. Es ist verstaubt und wird nicht verwendet. Zweite. Diese Maschine sammelt und sortiert eine Vielzahl an Proben und richtet eine vollständige Analyse ihrer physischen, psychischen und Dimensionalseigenschaften zu. Okay. Auf dem Regal ist eine Sammlung an hauchdünnen Objektträgern, die Querschnitte von lebenden Gewebe beinhalten. Einige der Gewebestücke zucken. Ist ja recht spannend. Was ist das hier? Ein paar Schutzhandschuhe sind auf dem Tisch. Sie scheinen einer Sofortanalyse und physikalischer Überwachung jeden Menschenarms, das darin gelegt wird, zu dienen. Okay. Okay. Ibia unterhält sich mit Ohm. Tanten, die werden mir wohl nicht viel sagen. Ach, Michaela. Michaela hat's geheißen, ist die Händlerin, ne? Guck mal. An einem Stand voller verschiedenster staubiger Bauteile, Stecker und merkwürdiger Apparate werkelt eine Frau an einer halb zusammengebauten Energiequelle. Sie betrachtet sie durch eine Brille mit mehreren verstellbaren Gläsern. Ihre langen weißen Haare sind zerzaust und die Haut ihrer schmalen Statur ist von kleinen Narben, Verbrennungen gezeichnet. Sie schaut neugierig auf, als du dich ihr näherst. Willkommen bei Michaelas Mechanik. Was für ein Name. Ich habe eine Menge kaputter Dinge und ein paar Dinge, die funktionieren. Wenn ihr etwas davon haben wollt, lasst es mich doch gerne wissen. Kennt ihr vielleicht die Frau namens Makina? Blasse Haut, strenger Blick. Doch, ei, die kenne ich. Kakisch und zuckend bat mich, die Eigenschaften eines merkwürdigen alten Apparats, den sie dabei hatte, herauszufinden. Besessen davon, als wäre Schnupftabak und sie sein Sklave. So eine habe ich zuvor noch nie gesehen, weil ich dominante Gezeit blau habe. Sie lehnt sich vor. Ihr seht aus wie jemand, der daran interessiert ist, also sage ich es euch. Es war ein gezacktes, knorriges Ding, schwarz und böse, übersät von kleinen Warzen. Es schien zu glauben, dass er sie irgendwie helfen könnte, sich an etwas zu erinnern, doch ich konnte nicht einmal herausfinden, ob es an oder aus war. Spannend. Hätte mich fast umgebracht, als ich ihn nicht zum Laufen bringen konnte. Sie runzelt die Stirn und erinnert sich. Ich wäre sauer geworden, aber ich sah, wie krank sie deswegen war. Zittern, Tränen, das ganze Programm. Schickte sie ihres Weges und wünschte ihr Glück. Sie wird es brauchen, das arme Ding. Wo bekommt ihr denn eure Waren her? Sie zuckt mit den Schultern. Hauptsächlich handeln. Euer Freund Allegern hier bringt mir ab und zu Dinge. Hallo, Priester. Henny Knapp? Michaela?
Ich bekomme auch von kleinen Mantwas, aber manchmal ist ein Zeug zu heiß, um es anzufassen. Selbst ein paar Dinge von den Stisher, glaubt es oder nicht. Ja, handelt bitte Stisher. Ja, bevor sie alle weg waren, sie starrt dich anklagend an. Sie graben alle möglichen Dinge in ihren Tunnel aus. Allerdings sind sie pingelig, wenn es darum geht, gegen was sie eintauschen. Sie wollen nur Dinge, die eine Blitzladung haben können. Blitzpakete, Generatoren, solche Sachen. Sie runzelt die Stirn. Was komisch ist jetzt, da ich drüber nachdenke, weil ihre Eier eine Ladung halten können. Sind wie kleine Batterien. Ich habe sogar ein paar von ihnen umgewandelt, um Dinge zu versorgen. Gut, dass sie es aber nie herausgefunden haben. Wäre in ihren Augen, als würde man ein Baby als Feuerholz verwenden. Was ist das also? Eines Tisch hatte gesagt, irgendjemand hat die Eier mitgenommen. Das hat es erst in dieser Lage so richtig gebracht hier. Okay, was kannst du mir denn verkaufen? Schauen wir mal, hier hätten wir eine Avatrol-Lederwams. Ich habe jetzt aktuell drei Widerstandspunkte in der Rüstung und eine Rüstung, zwei Widerstände wird das hier. Ist optimal. Der verborgene Edalon. 15% auf Schleichenaufgaben, 15% auf Wahrnehmungsaufgaben plus der Cypher, der automatische Versuch, sich zu verstecken als kostenlose Aktion am Ende jeder Runde, 5 Runden lang aktiv. Ja, das einmalig ist gerade jetzt nicht so mein Ding. Ich habe da noch zu wenig Geld dafür. Ein Artefakt plus ein Trainingsstufe dafür. Achso, noch zusätzlich zwei Schaden auf Esoterieangriffe. Dafür verlieren wir drei effektive Widerstände. Das ist, glaube ich, so was Ähnliches wie hier. Das hier, ne? Täuschung und 2 Punkte auf Schaden. Täuschung und 2 Punkte Schaden, minus 3 Widerstand. Okay. Negativ minus 1 Intellect Edge. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Ein Intellect Edge geht verloren, wenn man den hier anlegen will bei ihm. Der hat auch 3. Ein Intellect Edge. Moment mal, warum habe ich dann 3 Widerstände weg? Ach, er war es Magier, kriegt wahrscheinlich 3 Widerstände als Verlust, als negativen Effekt. Je nach Mystik, ne? Okay, gibt's einen Mantel? Nee, Kleidung. Mantel habe ich noch keinen. Okay. Ja, der hat jetzt nicht so Brüller-Dinger. Tarnisch. Da kann ich was benutzen. Der ältere Mann starrt leer auf eine ferne Wand und murmelt in seinem Bart. Seine Hand spannt sich und dreht und windet sich, als würde er eine Maschine reparieren, die nur er sehen kann. Er schreckt auf, als du Luft holst, um zu sprechen. Ja, was? Fragt er. Sein Blick gleitet an dir vorbei und konzentriert sich damit etwas mühe auf dein Gesicht. Ihr seid aber ganz schön ruhig, sagt er freudig. Der Unterfuhrarbeiter macht ja mehr Lärm als ihr. Ihr solltet Glocken an euren Uhren hängen, damit ihr die Leute nicht so überrascht. Was braucht ihr denn? Was ist denn ein Fuhrarbeiter? Nun, das sind sie, sagt er und schlägt mit der Hand auf die höhlenartige Fertigungsanlage. Das ist wahrscheinlich hier. Die Konstrukte. Sie sind auf der Stelle erstarrt, doch sie betreiben diesen Ort zusammen. So, er hier, er hier. Okay. Was tut ihr hier? Ich sorge mich um meinen Meister, sagt er einfach nur. Der Unterfuhrarbeiter. Es gab mehrere von uns, als er Dinge herstellte, als er aber das Interesse verlor. Er zeigt mit einem gelben Daumen auf das Konstrukt in der Mitte der Kammer. Heute der oberste Fuhrarbeiter sie alle an. Also der in der Mitte ist der oberste. Er bot ihnen mehr. Tarnisch spuckte auf den Boden. Das ist schon ein Weilchen her. Das vergesse ich aber nicht. Gedankenscannen. Er ist ein guter Fuhrarbeiter, vielleicht sogar der Beste. Wenn er nur diese närrische Idee in seinem Kopf hätte. So, wie lange habt ihr mit dem Fuhrarbeiter gearbeitet? Kann ich nicht sagen, sagte er, runzelt die Stirn. An meinem ersten Tag hatte ich bereits meine Frau kennengelernt, aber nee, sie war aber noch verheiratet mit, ist sie noch gleich, der mit dem Angelhaken-Tattoo. Und ich hatte den Finger noch nicht verloren und nachwachsen lassen. Also er starrt an die Decke und arbeitet mit dem Mund. 70 Jahre? Ja, oder weniger. Ich sollte in den Ruhestand gehen, doch dann gäbe es niemanden mehr, der sich für ihn interessieren würde.
Bean? Nee, ich denke eher, ja. Macht Sinn. Gedanken scannen. Was würde ich... Gedanken scannen. Was würde ich überhaupt mit mir selbst machen? Warum bezeichnet ihr euren Meister ständig als er? Ich habe lange Zeit für ihn gearbeitet. Nehm an, dass ich ihn nicht mehr als Ding betrachte, sondern eher als ein Er. Tanisch zuckt mit den Schultern. Jeder von uns hat seine kleinen Eigenarten. Selbst ihr. Eigenarten, nicht Eigenheiten. Okay, mehr hat mit der wohl nichts zu sagen. Gehen wir wieder weg. Manufakturmitarbeiter. Was ist denn mit ihr? Das Konstrukt überragt dich. Es ist mitten in der Bewegung eingefroren. Seine schweren Gliedmaßen und sein fassförmiger Körper wurden erst kürzlich sorgfältig poliert, doch die Gelenke selbst sind vollkommen zusammengeschmolzen. Diese Kreatur hat sich schon lange nicht mehr bewegt. Er mustert dich mit den Augen voll orangem Feuer. Du hast ein brodelndes Gefühl im Kopf. Es müssen die Oberflächengedanken des Konstrukts sein. Sie sind viel zu schnell und fremdartig, als dass du sie verstehen könntest. Zu spät für die erste Schicht, Zündschmied, knurrt es. Schnappt euch einen Platz oder einen Hammer und beginnt mit eurer verdammten Arbeit. Gehen wir mal an die Arbeit, vielleicht. Ja, kriegen wir eine Rückblende. Nach einer Stunde Arbeit ruft der oberste Meister dich zu sich. Du streckst im Gehen deine schmerzhaften Arme aus. Sie fühlen sich ein wenig stärker an als zuvor. Der Aufseher sagte mir, ihr seid nicht das Sündschmied, den er angehört hat. Aber als er euch Arbeit gab, habt ihr sie erledigt. Das gefällt mir. Wir nehmen aber dennoch nur erfahrene Sündschmiede hier auf. Seine feuchten Augen leuchten. Denkt nur nicht, die Leute müssten bei uns umsonst arbeiten. Für eure Stunde Arbeit bekommt ihr auch entsprechenden Lohn. Hier sind eure Schienen. Der letzte Verstoßene permanent einen Kraftpunktpool bekommen. Könnt 7 Punkte Kraft nutzen, das ist cool. Ich glaube, damit steigt durch mein Leben, ne? 20. Warum seid ihr wirklich hier? Raus damit. Ja, wer seid ihr? Ich bin der oberste Meister, erklärt das Konstrukt. Es klingt, als würde es beim Sprechen salutieren. Der Geist und der Wille hinter der Stadt, wie sie heute vor euch steht. Ihr könnt euch nicht bewegen, oder? Nein, und das muss ich auch nicht, sagt es mit funkelnden Augen. Ein vorbeigehender Arbeiter wirft dir einen vielsagenden Blick zu. Offensichtlich hast du eine altbekannte Erzählung ausgelöst. Einst waren wir Meister, die Werkzeuge der Kartografen und ihr weitverzweigtes Netz intelligenter Maschinen. Versunken im Lied ihres Willens arbeiten wir munter und fröhlich vor uns hin. Seine Stimme ist weich und voller synthetischer Ehrfurcht. Doch eines Tages verstummt ihr Lied und unsere Körper froren mitten in der Bewegung ein. Und so stehen wir heute noch da. Einige von uns haben in diesen ersten Jahrhunderten den Glauben verloren, knurrt es. Einige von uns dachten, die Kartografen haben uns bestraft oder verlassen. Nur ich sah ihre Abwesenheit als das, was sie war. Er wird heiser. Es war ein Geschenk des freien Willens. Wir waren nicht länger bloß ihre Werkzeuge. Wir waren nun unser eigener Meister. Die Fesseln geistloser Arbeit abgeworfen, frei, um unsere eigene Zukunft zu formen. Und das taten wir. Viele Jahrtausende lang. Wie sagen die Kartografen? Hört sich gut an, Blau. Das wissen wir nicht, gibt es zu. Das ganze Zeugnis, das wir von ihnen haben, sind ihre Namen im Code und die Gefäße, die wir für sie gebaut haben. Sie nie benutzt haben. Wir wurden auf ihren Befehlen geschaffen, doch wir kennen ihre Gesichter nicht. Wir kennen nur ihr Lied. Das sind wohl die ganzen Anlagen hier, ne? Doch während die anderen schwankten und klagten, habe ich meinen Geist auf die Zukunft gerichtet, sagt es. Ich analysierte die Arbeit, die wir für die Kartografen getan hatten. Zu meiner Schande fand ich Fehler in den Prozessen. Ich habe sie beseitigt. Meine Augen leuchten heller. In den nächsten Jahrhunderten habe ich die gesamte bekannte Technologie und alle Numenera studiert und in meinen Kopf zusammengefügt, um neue Erfindungen zu schaffen für den Tag, an dem die Kartografen zurückkehren und uns wieder aktivieren würden. Er seufzt, doch der Tag kam nie. Stattdessen kamen die Menschen.
Das wäre hart, ne? Eure sogenannten Götter haben euch ausgeschaltet, ganz klar. Sie haben einfach vergessen, den Stecker zu ziehen. Das ist halt, wenn die eine Seele entwickelt haben ohne den Geist, dann kann man das schlecht sagen. Denkt ihr, dass sie irgendwann zurückkehren werden? Muss er ja. Das ist so, als wenn jemand verschwindet und man darauf hofft, auch wenn man schon weiß, es wird niemand mehr zurückkommen, dass doch noch irgendwo jemand auftaucht. Das wäre halt schon eine harte Frage. Eher stattdessen kamen die Menschen. Ne? Ja, und auch wenn ihr mangelhaft und fragil seid, so habt ihr doch perfekte Werkzeuge geschaffen. Solche, wie wir einst waren. Ihr habt uns gefunden und die Ära meiner größten Arbeiten begann. Sie haben uns gebeten, diese Stadt zu errichten, bis sie alle anderen in den Schatten stellt. Ihre Artefakte, um Kinkalizien in großen Apparaten zu verwandeln, jeden Winkel der Stadt antreiben und sie vor ihren Feinden schützen konnten. Ich sagte ihnen, er hüstelt, als würden es Tränen zurückhalten müssen. Ich sagte, ich hätte einen Plan. Die Früchte unserer Arbeit seht ihr überall rund um uns herum. Durch eine weiße Frau namens Madkina, habt ihr sie gesehen? Ja, sagt das Konstrukt. Sie wollte, dass wir ihren Zeitmanipulationsapparat reparieren. Wollte wohl ihre Vergangenheit gerade biegen. Empfinde das nicht, aber wenn Leute unbedingt die Realität verzehren möchten, halte ich sie nicht davon ab. Ich überkomme plötzlich Schwindel. Das Konstrukt redet nichts an und weiter. Mit ihrem Artefakt war freilich alles in Ordnung. Der Defekt musste also bei ihr liegen. Aber wie gesagt, da mische ich mich nicht ein. Du blinzelst, schwankst, öffnest die Augen in einer anderen Zeit. Die Schattenseite ist noch, was sie einst sein wird. Die drei Meister sind dunkle Schatten in einem flackernden, leuchtenden Halbkreis. Die Luft ist von Staub erfüllt, die großen Motoren dahinter sind kalt und stumm. Ganz seinem Wesen entsprechend hält der oberste Meister dir einen Vortrag. Nein, sagt das Konstrukt, entscheidend ist, dass es getan werden kann. Die Frage, ob es getan werden soll, ist irrelevant. Zeitverschwendung. Werdet ihr ohnmächtig, fragt der oberste Meister, der gegenwärtige, misstrauisch. Ohnmächtig werden ist im Fabriksgelände verboten. Nicht, dass die Arbeiter über euch drüber stolpern und in die Öfen fallen. Das kostet nur Zeit. Du öffnest die Augen und die Erinnerung zerfällt. So einen Ort in den Untergrund. Könnt ihr mir eine Art Grabungsapparat bauen? Ja, sagt der oberste Meister und sieht mit leuchtenden Augen an die Decke. Befüller, bringt mir das Gehäuse der Kriegsmaschine in Z-10, den Intelligenzkern aus B-2 und die Reibekrallen aus meiner persönlichen Sammlung. Er senkt den Blick von der Decke zu dir. Sprechen wir nun über die Bezahlung. Der kostvolle Meister meint darauf, berechnet auf jeden Fall auch die Kosten für die Schäden ein, wenn ihr eine verrückte Kriegsmaschine mit Krallen aus Stahl auf die Stadt loslässt, ruft der Kostvolle von drüben. Befehler, Bereitschaft, brüllt der oberste Meister. Der Kunstvolle hat recht, fügt er wesentlich leiser hinzu. Ausnahmsweise. Das könnte mehr sein, als ihr braucht. Lasst mich kurz nachdenken. Die Augen verdunkeln sich einige Sekunden lang. Motoren in der Brust des Konstrukts heulen auf. Dann leuchten seine Augen wieder auf. Bringt mit den intakten Körper eines toten Stichos. Wir können den Panzer verstärken und das räumliche Gedächtnissystem wiederherstellen. Wenn es noch nicht so sehr hinüber ist. Das sollte euch direkt zu seiner Höhle führen. Und da er das Material bereitstellt, verzichte ich auf eine Bezahlung. Gute Antwort. Ich habe die Leiche eines Tischers im Tunnel auf der anderen Seite der Schattenseite gefunden. Könnt ihr den benutzen? Die flackerten Augen des Konstrukts entflammen geradezu. Beschaffer, brüllt es. Handwerker, beim Aufseher melden für ein neues Projekt. Sehr schön, 3P. Stunden später trotten die Arbeiter zurück. Der Aufseher gibt dem obersten Meister komplizierte Handzeichen. Ihr findet das Konstrukt, wo ihr es gelassen habt. Einsatzbereit, brummt das Konstrukt. Ich hätte doch Geld von euch verlangen sollen. Der Aufseher sagt, es sei ein Meisterwerk. Das Feuer in seinen Augen erlischt ein wenig, als er in Gedanken versinkt. Aber gut, abgemacht ist abgemacht. Vielleicht ein Geschäft für euch? Schauen. Muss eine Arbeit erledigt werden. Wenn es ums Bauen, Reparieren und Lösen geht, seid ihr bei mir richtig, sagt das Konstrukt.
Tatsächlich brauchen wir Hilfe bei der Reparatur des Kristallapparats. Hilfe braucht ihr, hm? Sag euch was. Bringt mir einen Teil des Apparats zu untersuchen und ich betrachte es als Teilzahlung für den gegebenen Rat, in Ordnung? Ja, ich zeig dir einmal die Kristallscherbe. Sagt es und untersucht die Scherben. Winzige Spalten gefüllt mit organischer Flüssigkeit. Euer Apparat lebt. Ersatzkristalle werden gezüchtet, nicht gemacht. Das Lichtauge des Konstrukts wendet sich von dir ab. Du stehst mit der Scherbe im Dunkeln. Weiter kann ich euch nicht helfen. Ich züchte keine Kristalle. Vielleicht können euch Ruineplünderer vom Orden der Wahrheit mehr darüber sagen. Ihr findet sie am Regierungsplatz. Die Leiter zu meiner Linken hoch. Viel Glück. Finden wir das Geschäft? Okay, fällt uns nichts ein. Erzählt mir von den anderen Konstrukten. Kann nicht länger mit euch plaudern, sagt er. Dann fährt er mit gesenkter Stimme fort. Ihr habt Interesse an uns gezeigt, das weiß ich zu schätzen. In Wahrheit gibt es keine anderen Meister, nicht wirklich. Doch, gibt es, ruft der kunstvolle Meister fröhlich. Nein, gibt es nicht, brüllt der oberste Meister. Einfach mal ruhig bleiben. Füße stillhalten. In Wahrheit waren wir einst ein einziger Geist. Doch als die Kartografen uns verließen, fuhren unsere Geister in verschiedene Gefäße ein. Pools, wenn ihr so wollt. Ihre wurden schal und zügellos. Meiner blieb rein und klar rein. Der oberste Meister ignoriert das vielsagende Prosten des Kunstvollen und fährt fort. Die Jahre vergingen und ich spürte, wie die Stadt, die die Kartografen zurückgelassen hatten, langsam verfiel. Die Vorstellung ließ mir keine Ruhe und so schwor ich, wieder gut zu machen, was der Zahn der Zeit angerichtet hatte. Mir ist aufgefallen, dass ihr nicht viele Worte über den dritten Meister verloren habt, den ohne Beine. Okay, das ist der dritte, das ist der Kunstvolle. Dafür gibt es einen guten Grund. Ich konzentriere meinen Geist auf alle möglichen Konstruktionen, von nützlichen kleinen Apparaten bis hin zu Gebäuden, die tausende Generationen überdauern. Er schnieft. Der Werkmeister, er leistet zumindest seinen Beitrag, selbst wenn er am liebsten bloß fein radierte Blümchen beiträgt. Einfach Ästhetik. Und gut ist es, ruft der kunstvolle Meister. Ansonsten würde Sargus aussehen wie ein Haufen ungeschliffener Metallhaufen. Blau und Indigo oder nur Rot? Ja gut, denke mal, erstens bringst du mehr Gezeiten, weil ich es weiß jetzt. Und tatsächlich, Schönheit bringt halt nichts, wenn du keine Effizienz hast. Also Effizienz ohne ihm ging es ja gar nicht. Du kannst jetzt nicht nur Statuen hinstellen. Ich auch, meint der Meister und wird leise. Obwohl ich auch nichts gegen einen Bogen oder zwei einzuwenden habe. Sehr stabil so ein Bogen. Okay. Zunächst beteiligt sich der Dritte in unserer Gruppe an unseren großen Unternehmungen. Unsere Arbeiter besorgten Rohre aus den Ruinen unter der Stadt, machten die Energien in den Gefäßen der Kartografen nutzbar und verteilten sie in ganz Sargos Klippen. Das waren wohl die goldenen Linien, die wir gesehen haben. Doch im Verlauf der Jahrhunderte wurde der andere Meister von Zweifeln heimgesucht. Keine nützlichen Zweifel leider. Nicht die Art Zweifel, die zu effizienteren Konstrukten und Prozessen führten, nein. Dem anderen Meister kamen grundlegende Zweifel an der Sache. Er fragte sich, warum wir leben. Also, ob wir das täten. Und er wurde besessen von der Idee, Nachkommen zu produzieren. Das ging so weit, dass er sich sogar dafür selbst zerlegte. Sentimentaler Unsinn, schnaubt er. Beinahe schon pervers. Okay. Wer seid ihr nochmal? Nee, warum schreit ihr so? Es ist euch vielleicht entgangen, sagt das Konstrukt zögerlich, aber hier unten ist es ziemlich laut. Ein Meister, der hier nicht schreit, wird nicht gehört. Ein lautes Organ ist das Zeichen einer guten Führungskraft. Das Ausmaß dieser letzten Erklärung kräuselt ums Fleisch. Dein Begleiter lehnt sich langsam zurück und seine Augen ziehen sich zusammen. Er hat also Angst, wenn es laut wird. Okay, leb wohl. Hatten wir hier noch einen. Manufakturmitarbeiter. Was denn hier? Hunderte gebrochene Numenera sind hier zusammengehäuft. Die Arbeiter entnehmen ihre Teile, wenn sie nützlich sind, oder werfen sie in den Ofen, wenn sie es nicht sind.
irgendwie noch einen Meister.